Beirut war schon immer ein Sammelbecken der Kulturen. Im Libanon leben nicht weniger als 17 religiöse Gemeinschaften. Schiiten, Sunniten, Katholiken, Orthodoxe, Maroniten, Drusen. Doch der 20 Jahre währende blutige Bürgerkrieg hat die Topografie der Stadtviertel verändert. Heute ist Beirut eine Stadt im Aufbruch. Überall schießen Wolkenkratzer aus dem Boden. Am ersten Tag erkunde ich die unterschiedlichen Stadtviertel Beiruts. Schmelztiegel, die sich im Wandel befinden. Im sunnitischen Viertel Basta, wo der Souk, der Antiquitätenhändler, liegt, ein riesiger Flohmarkt mitten in der Stadt, stöbere ich mit zwei Freundinnen nach Schätzen. Im palästinensischen Flüchtlingslager Shatila, weit ab von allen Touristenpfaden, besuche ich einen Verein, der Flüchtlingskindern hilft. Saint-Michel ist typisch für das sich verändernde Beirut. Das ehemalige Arbeiterviertel wird gerade zum angesagten Viertel der libanesischen Bobos. Doch zuerst besuche ich Burj Hamoud, eigentlich ein Vorort, denn das Viertel liegt außerhalb der Stadtgrenze. Hier leben mehr als 100.000 Armenier, Nachfahren der Flüchtlinge des Genozids von 1915. Von allen Stadtteilen Beiruts ist dieser am authentischsten geblieben. Seine Bevölkerung besteht immer noch vorwiegend aus Armeniern. Ich treffe mich mit einer Frau, die sich sehr für ihre Gemeinde engagiert, mit der Sängerin Aylin Khachaturian. In ihren Liedern besingt sie die dramatische Geschichte ihres Volkes. Hier hat alles angefangen, der ganze armenische Handel. Armenier gelten als gute Kunsthandwerker. Viele arbeiten als Juweliere oder stellen Lederwaren her. Will man Schmuck oder ein Geschenk kaufen, kommt man erstmal hierher. Das Viertel entstand 1915. Die Armenier waren auf der Flucht vor dem Völkermord hier gelandet. Meine Großeltern erzählten, zunächst standen hier nur Baracken. Dann baute man. Erst das Erdgeschoss und als es etwas besser lief, setzte man den ersten Stock drauf. Das ist eines der ältesten Häuser von Burj Hamoud. So ein Grundstück bekamen die Armenier damals. Genau die Größe. Unglaublich. Toll, dass es noch da ist. Ja. Ich hoffe, es bleibt erhalten. Ich auch. Hoffentlich steht da nicht bald ein Hochhaus. Ein altes Haus, nicht? Schau nur die Fliesen. Gibt es viele Schneidereien in armenischen Vierteln? Ja, vor allem in Burj Hamoud. Laufen die Geschäfte gut? Wie laufen die Geschäfte? Mal so, mal so. Je nach Zustand des Libanon. Je nach politischer Lage. Danke. Hast du auch in diesem Viertel gewohnt? Meine Mama schon, aber ich nicht. Warum? Als ich jung war, schämte ich mich, Armenierin zu sein. Eine Zeit lang habe ich kein Armenisch gesprochen, nur Französisch. Wolltest du hundertprozentige Libanesin sein? Genau. Erst als ich den Libanon verlassen hatte, hatte ich das Bedürfnis, diese Sprache zu sprechen und habe ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelt. Es ist sehr wichtig, diese Sprache zu bewahren. Denn wenn unsere Sprache stirbt, stirbt auch unsere Geschichte. Was spielen Sie da? Trick-Track, eine Art Backgammon. Sie spielen immer nur nachmittags. Das ist Ihre Ecke. So ab 3, 4 Uhr. Sind Sie Armenier? Ja, Sie haben alle Ihren Laden hier. Sind die Armenier gut integriert? Ja, es wächst immer mehr zusammen. Ach ja. Ist das gut? Ja, natürlich. Sind Sie hier geboren? Aber ja. Also sind Ihre Eltern hergekommen?
Ja, meine Eltern kamen nach dem Armenien-Massaker. Wissen Sie davon? Natürlich. Deshalb übersiedelten sie damals und bin ich hier geboren. Das ist ja ulkig. Ja. Woher kommt diese Leidenschaft, Sachen zu bewahren? Wieso haben Sie diesen Spaß, Kleidung und so aufzuheben? Ich habe all dies genäht. Mein Sohn ist Designer, Stylist. Er war nach Paris gegangen, kam dann aber zurück. Er entwirft das Design, ich schneide zu und nähe. Sie haben alles gemacht? Ja, natürlich. Wusstest du das? Nein. Ich bin hier geboren 1927, bin 84. Sie sehen jünger aus. Als was fühlen Sie sich? Als Libanesin, aber auch als Armenierin. Als armenische Libanesin. Genau. Sie sind beides. Im Zentrum Beiruts bin ich auf eine etwas andere Boutique gestoßen. Eine wahre Schatzhöhle betreiben Horda Baroudi und Maria Hibri. Zwei Designerinnen, die sich auf die Restauration von alten Gegenständen spezialisiert haben. Die beiden haben ihre ganz eigene Methode, Antiquitäten jeglicher Couleur aufzutreiben. Sie stöbern im Viertel Basta danach. Wie heißt das Viertel, in dem ihr arbeitet? Wir bringen dich jetzt nach Basta, wo die ganzen Flohmärkte sind. Das Viertel inspiriert uns. Unser Atelier, die Kunsthandwerker, mit denen wir arbeiten, alles ist dort. Das ist wirklich eine wunderbare Ecke. Hoda, mir gefällt dieser Sessel. Der interessiert dich. Kann ich mir den ansehen? Ein schöner Sessel. Aus dem können wir was machen, wenn der Preis stimmt. Was soll der kosten? Es ist eine Garnitur. Drei Stück für 1500 Dollar. Mir gefällt auch dieser Sessel, Maria. Sie interessiert sich für den anderen Sessel. Fragst du ihn, wo er all den Trödel herkriegt? Wo findest du sowas? In alten Häusern und so. Wie waren denn früher die Verkaufsstände? Früher war hier ein Antikmarkt, dort drüben. Zu Zeiten meines Großvaters, vor 150 Jahren. Sein Großvater begann vor 150 Jahren in dem Zug da drüben. Ihr macht eure Sache sehr gut. Sehr gut und sehr teuer. Wir sagen dir morgen Bescheid. Das war bestimmt ein bürgerliches Viertel mit all den tollen Häusern. Ja, ein wahrer Palast. Hier wohnten die bedeutendsten Familien. Das ist eine typisch sunnitische Gegend. Das hört man sogar am Akzent. Selbst der ist sunnitisch. Sind mehrere Läden hier drin? Oh ja. Oh ja. Ach, das gehört verschiedenen Leuten. Aber natürlich. Es wird Lager genannt. Seit wir herkamen, nennen wir es Lager. Beirut hatte ja seine Glanzzeit vor dem Krieg. 1971/72 war es eine weltoffene Stadt, in der zahlreiche Migrantengruppen lebten. Daher waren auch die Häuser der Einwohner sehr modern eingerichtet. Dann kam der Krieg und all die wunderschönen, modernen Dinge verschwanden in Lagern. Erst in den 90er Jahren tauchten sie wieder auf. Warum heißt es das Schloss? Wir nennen es den Palazzo. Jeden Morgen zur Arbeit zu gehen, ist doch öde. Sagen wir aber, wir treffen uns im Palazzo, klingt das viel glamouröser. Wir kommen uns vor wie zwei Prinzessinnen, die die Freitreppe hochschreiten. Im ganzen Viertel gab es solche Häuser? Das war eins der schönsten Viertel ganz Beiruts. Hier standen die schönsten Häuser und Villen.
Der Palazzo. Euer Palast. Recht baufällig. Und was passiert da drin? Eine Menge interessanter und geheimnisvoller Dinge. In diesem wunderschönen Raum entsteht ein Großteil unserer Boccia-Kreationen. Unglaublich. Kann man sagen, dass dieser Palast, dieser Ort euch inspiriert hat? In vielerlei Hinsicht sogar. Durch ihn erzählen wir unsere Geschichte. Er ist Teil des Boccia-Stils. Denn Boccia steht ja eigentlich für Beirut. Und hier geht es um Beirut. Kommt ihr öfter mit Kunden hierher? Eigentlich nicht. Oh, kein Licht mehr. Beirut! Tja, das ist Beirut. Im Zentrum Beiruts liegt ein ganz besonderes Viertel. Eigentlich ist es ein Flüchtlingslager. Seit 1948, als die erste Fluchtwelle der Palästinenser hier eintraf, ist Shatila ein Stadtteil für sich. 1982 starben hier bei den Massakern von Sabra und Shatila 800 Palästinenser. Im Libanon leben 400.000 Palästinenser in Flüchtlingslagern wie diesem, das zu einer wahren Stadt in der Stadt geworden ist. Ich treffe mich mit Madeleine Taha, einer Kinder- und Jugendpsychiaterin, die die Kinder des Lagers betreut. Dieses Viertel ist sehr heruntergekommen, denn es wurde chaotisch gebaut. Oft fehlt das Nötigste, zum Beispiel sanitäre Anlagen, Wasserversorgung, Strom. Du siehst ja, wie wild die Kabel herumhängen, manchmal direkt neben den Wasserabläufen. Aufgrund dieser chaotischen Bauweise haben wir häufig mit Haushaltsunfällen zu tun. Im Winter zum Beispiel, wenn es regnet, gehen die Kinder oft nicht zur Schule, weil die Häuser unter Wasser stehen. Kann man sagen, das hier ist wie ein kleines Palästina? Nicht mehr. Anfangs war es das, ein kleines Palästina. Aber die Demografie hat sich geändert. Jetzt leben hier auch Libanesen, Iraker, Syrer und Menschen anderer Nationalitäten, illegale Einwanderer. Wie groß ist nochmal das Gelände? Ungefähr einmal einen Kilometer. Ein Quadratkilometer mit wie viel? 18.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Ungefähr. Musik. Hier ist der Verein, für den ich arbeite. Beit Atfal Asumut. Hier sein Logo. Das heißt? Das Haus der Kinder des Widerstands. Jamila leitet das Zentrum. Ich stelle dich ihr vor. Hallo Jamila. Geh nur rein. Das ist Jamila, Leiterin des Zentrums. Wie geht's? Gut. Salam alaikum. Seit dem Massaker von Sabra und Shatila arbeite ich in Shatila, im Zentrum der Einrichtung Haus der Kinder der Tapferen. Die Zeit damals und die Lage waren sehr schwierig. Die Kinder brauchten jemanden, der sie versorgt. Manche lebten bei ihren Verwandten oder Nachbarn. Wir haben dann dieses Zentrum für die Kinder eingerichtet. Wir wollten sie auf andere Gedanken bringen, ihnen etwas Freude vermitteln in dieser traurigen Atmosphäre. So haben wir etwas mit ihnen unternommen, haben sie im Auge behalten. Denn immer bezahlen die Kinder den Preis für jeden Krieg. Während des Massakers damals hatte ich immer, wenn ich aus dem Haus ging, das Gefühl, der heutige Tag ist der letzte meines Lebens. Stellt das ein schönes palästinensisches Dorf dar? Ja, wie sich die Kinder den Frühling in Palästina vorstellen.
Wir bieten mehrere Aktivitäten an. Musikgruppen, Tanzgruppen, Pfadfindergruppen, Handarbeiten, Spiele. Jedes Zentrum hat seine eigenen Sommerkurse, 2 Wochen lang. Am Ende können die Kinder alles, was sie hergestellt haben, oben ausstellen und verkaufen. Was gibt dir das Musikmachen? Für mich symbolisiert die Oud meine arabischen Wurzeln. Außerdem kann Musik auch eine Art Therapie für die Menschen sein. Hat man psychische Probleme und kann dies nicht annehmen, kann Musik eine heilsame, therapeutische Wirkung haben. Diese Kinder wurden hier geboren. Oft wurden ihre Eltern und manchmal sogar ihre Großeltern schon hier geboren. Und doch hoffen sie immer noch, in ihr Land zurückzukehren. Wie erklärst du das? Ein palästinensisches Kind lebt in den Flüchtlingslagern unter sehr schweren Bedingungen. Das Erste, was ein Kind wahrnimmt, ist, dass es ein Flüchtling ist. Hat Shatila eine Zukunft? Eine Zukunft? Nein. Sie sehen ja die Zustände in diesem Lager. Willkürliche Bauweise, fehlende Möglichkeiten. Wir wünschen uns ein größeres Gebäude für unsere Einrichtung, aber da ist keine Chance. In diesem Flüchtlingslager gibt es keine Hoffnung. Das Umfeld von Shatila ändert sich nicht. Aber vielleicht ändern sich die Menschen, die hier wohnen. Beim Landeanflug fallen einem als erstes die vielen Wolkenkratzer auf, die die Altstadt durchwuchern und für einen frappierenden Kontrast zwischen dem alten und dem modernen Beirut sorgen. Der Wiederaufbau verläuft total unregelmäßig. Von diesem unkontrollierten Wandlungsprozess ist auch das Viertel Saint-Michel betroffen. Es gehört zu den wenigen Stadtteilen, in denen noch die alten, typisch libanesischen Häuser zu finden sind. In einer engen, versteckten Gasse bin ich mit Medea Azouri verabredet, Redakteurin der frankophonen Zeitung L'Orient Le Jour. Gibt's noch viele solche Ecken? Noch gibt's viele solche Gässchen, meistens am Ende von Treppen oder Toreinfahrten. Schau mal da. Es ist offensichtlich unbewohnt. War das ein eher bürgerliches Viertel? Die Häuser sind ja so schön. Vor dem Bürgerkrieg lebte hier die bürgerliche Mittelschicht. In ganz Beirut sah es früher ähnlich aus? Ja. Es gibt konfessionelle Schichten. Also gibt es Viertel, in denen man wegen seiner Religion lebt. Hier in Marm Khail wohnen gemischt Armenier und libanesische Christen. In anderen Gegenden leben alle zusammen, also Moslems und Christen. Es kommt auch auf die soziale Schicht an. Da lang? Da lang. Sie haben also alles kaputt gemacht? Ja. Wie schade, etwa das kleine Haus von gerade eben. Im Viertel wird gerade viel abgerissen, weil die Preise steigen. Das ist Giorgio. Er gehört zur Association Beirut Héritage. Sie retten Gebäude. Wie viele schon? Um die 100? Etwas mehr in Beirut. Wie schaffst du das? Du bist noch ziemlich jung. Die Medien helfen uns. Wir machen Druck, Lobbyarbeit, regen eine Debatte über das Kulturerbe an, über die Bedeutung der alten Häuser. Und nicht nur der Häuser, sondern auch ihrer Bewohner.
Nach diesem Abriss mussten 10 Familien Beirut verlassen. Es verschwinden nicht nur Steine, sondern auch Menschen. Die vielen Abrisse werden begünstigt durch den Unterschied zwischen der potenziellen Ausnutzung der Grundstücke und der Realität. Die meisten Gebäude haben 4, 5 Stockwerke. Das Gesetz erlaubt aber 12, 15, 19. Also sagen sich die Besitzer, ich könnte mit meinem Grundstück viel mehr verdienen, indem ich höher baue. Der Staat tut nichts? Der Staat tut nichts und die Stadtverwaltung von Beirut ermutigt sogar zu solchen Projekten. Ist das nicht ein aussichtsloser Kampf? Wir stehen nicht auf verlorenen Posten. Wenigstens können wir etwas Aufschub erreichen, den Leuten sagen, die Stadt ist bedroht, es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Du sagst, das Viertel sei hip. Ich sehe hier gar keine Bobos. Nicht so. Schau, da ist eine Autowerkstatt, eine angesagte Bar, eine Werkstatt, ein trendiges Restaurant, eine Werkstatt, eine Galerie. Das meine ich. Das ist Karim. Du hast offenbar in einer Autowerkstatt eröffnet. Genau. Kanntest du die Mechaniker? Ja, durch sie kenne ich das Viertel überhaupt. Ich habe hier mein Auto reparieren lassen und so die Räume gefunden. Aber das Viertel wird sich wohl langsam ändern. Sind erst die Automechaniker weg, kriegt es einen ganz anderen Charakter. Das ist eben der Lauf der Dinge. Man sieht, du liebst alte Stilobjekte. Dir gefallen schöne Dinge von früher. Schockt dich nicht, dass dieses Viertel mit Bulldozern zerstört wird? Genau das passiert ja. Ja. Oft heißt es, das ist deine Schuld. Dass sich das Viertel verändert? Im Scherz. Eigentlich liegt es am Immobilienmarkt und den Grundstückspreisen. Wenn die sich im Zentrum verdreifachen und in Ashrafieh kein Platz mehr ist, wächst Beirut eben in die Vororte. Und der Markt folgt. Im Libanon kann man keine langfristigen Projekte machen, denn die Lage ist instabil. Man stürzt sich in etwas, will es schnellstens zu Ende bringen. Deshalb ist alles überteuert, steigen die Mieten. Das ist nicht gut, aber so ist es eben. Das ist die Seele von Saint-Michel. Eine Werkstatt, eine Galerie. Guten Tag. Wie lange sind Sie hier? Seit 35 Jahren. Seit 35 Jahren. 35. Und das gehört Ihnen? Ist das Ihr Eigentum? Ja, das gehört mir. Das ist sein Besitz. Vielleicht kauft man Ihnen die mal für viel Geld ab. Würden Sie verkaufen? Nie im Leben. Er verkauft nicht. Nein. Warum nicht? Die Werkstatt ist mein Lebensinhalt. Das ist sein Leben. Er verkauft nie. Da unten haben sie alles abgerissen, hier lassen sie alles stehen. Im ersten Stock wohnen die Besitzer. Wer wohnt in dem Haus? Die Mieter und 2 Besitzer. Ich bin einer der Besitzer, aber ich verkaufe. Hier leben nur noch die Mieter und 2 Besitzer. Einer davon ist er, aber er verkauft. Ja? Und warum? Er zieht ins Ausland zu seinen Kindern. Ich habe einen Sohn in den USA. In den USA? Ja. Ich fürchte, wenn ich in 2, 3 Jahren...